Sachen kann man vom Grill auch super verwerten, wie zum Beispiel einen Pulled Pork. Wie wär's da also mit einer Pulled Pork Calzone? Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich Pulled Pork, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Barbecue-Soße. Das ist jetzt eine Cola-Barbecue-Soße, verlinke ich euch unten. Ein bisschen geriebenen Käse und natürlich einen Hefeteig. Für die kompletten Angaben, die ihr da wirklich für benötigt, schaut einfach auf meinen Blog auf tobiasgrillt.de. Da stehen dann die genauen Angaben. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal um den Teig. Den Teig haben wir jetzt ausgerollt und ja, man beginnt halt wie immer bei einer Pizza oder normalen Pizza mit Tomatensoße, in dem Fall ist es Barbecue-Soße, schön ordentlich unten auf dem Untergrund verteilen, bis zum Rand, sollte schon reichen. Dann nehmen wir wie gesagt ein bisschen Pulled Pork, verteilen das hier auch großzügig, so richtig schön zwei Hände voll, ein bisschen hier. Den Rand auf jeden Fall immer freilassen, weil da läuft das dann ja so oder so raus. Nehmen wir jetzt ein paar Zwiebeln, legen die hier oben drauf. Zwiebeln sind super da drin. Natürlich Käse. Den geben wir auch großzügig hier rein, richtig ordentlich. Schön fein gerieben. Ja, und dann heißt es zusammenklappen. Gucken, ob das auf Anhieb klappt. Einfach nur jetzt im Prinzip etwas lang ziehen, drüber klappen. Und jetzt habt ihr hier unten natürlich so etwas überstehen. Das mache ich meist immer so. Ich klappe das nach oben, also nehme den unteren Teil, klappe das nach oben und roll den ineinander ein. Somit seid ihr dann sicher, dass da nichts rausläuft. Das mache ich jetzt mit dem restlichen Teig. Ja, und dann sehen wir uns am Grill wieder. Ich bereite den Grill jetzt derweilen vor. Das heißt, die Kohlen sind jetzt durchgeglüht und was halt wirklich wichtig ist, auch bei einer Calzone, ist Oberhitze. Dazu lege ich halt hier einfach ein Stückchen Holz auf die Kohlen drauf, nehme von Moesta den Pizzasteinaufsatz, stelle den hier so drauf. Ja, dann kommt nur noch der Deckel drauf und dann kann der Grill schon mal vorheizen. Ich habe jetzt oben drauf noch ein bisschen Käse drauf gemacht und jetzt kommt die Calzone rein. Die Hitze ist auch richtig, richtig cool, finde ich. So, und dann schiebe ich sie jetzt hier auf den Stein und dann heißt es, ich denke mal so 5 Minuten bis, ja doch, 5 Minuten warten. Dann gucken wir gleich mal nach. 5 Minuten später habe ich sie mir jetzt schon ein, zwei Mal gedreht. Nehmen sie jetzt runter und schaut euch das mal an. Sieht das nicht schön aus? Ich nehme sie jetzt wie gesagt runter, mache davon noch ein Tellerbild. Ja, und dann würde ich sagen, ist die Pulled Pork Calzone fertig. Das war's. Das Rezept zur Pulled Pork Calzone. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobiasgrill.de nach.